Herzlich willkommen zu unserem neuen Trainingsvideo. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie das Textschema im LaSalle Screen verwenden. Mit dem Textschema möchte ich drei Texte umschalten. Einmal Maschine ein, einmal Maschine aus und der dritte Text ist Maschine ist in Automatik. Für das Textschema habe ich bereits ein HMI- und ein LSE-Projekt angelegt. Im HMI-Projekt gibt es bereits die Klasse MyHMI mit dem Server TextScheme. Dieser Server hat als Einstellungen Visualized True und Write Protected False. Im LSE-Projekt habe ich bereits die Variablen geladen und den Dataserver TextScheme als NumEdit am Screen platziert. Um das Textschema anlegen zu können, gehen Sie im Projektbaum zu Schemes und machen dann einen Doppelklick auf TextSchemes. Darin können Sie dann einen neuen Ordner anlegen mit dem Add New Folder Button. Diesen nennen Sie My TextScheme. Legen Sie dann ein neues Textschema an, indem Sie das weiße Blatt Papier auswählen. Dieses können Sie TextScheme nennen. Ist der Serverwert 0, möchte ich den Text Machine Off anzeigen. Ist der Serverwert 1, möchte ich den Text Machine On anzeigen. Und ist der Serverwert 2, möchte ich den Text Machine in Automatik anzeigen. Um ein neues Item anlegen zu können, gehen Sie auf den Button Add New Item. Bei Operator wählen Sie das ist gleich, bei Value 0. Bei TextList können Sie eine der Textlisten auswählen. Hier benutze ich die vordefinierte Variable Textliste und als Text geben Sie dann Machine Off ein. Legen Sie sich dann ein neues Item an. Als Value setzen Sie 1 und als Text Machine On. Wählen Sie wieder ein neues Item, bei Value setzen Sie 2 und bei Text Machine in Automatik. Haben Sie alle Texte gesetzt und sind Sie mit den Einstellungen soweit fertig, können Sie das Fenster mit OK bestätigen. Um die Texte nun platzieren zu können, machen Sie auf den Screen einen Rechtsklick und wählen dann Place Data aus. Dann öffnet sich das Data-Fenster, wo bereits das MyHMI1-Objekt angelegt ist und im MyHMI1 finden Sie den Server TextScheme. Wählen Sie diesen Server aus. Bei Component Type können Sie dann TextScheme einstellen und Sie bekommen auf der rechten Seite einen neuen Punkt, der heißt Text. Öffnen Sie diesen Punkt und darunter befindet sich Ihr Textschema. Hier können Sie dann mit dem Pfeil nach unten das Textschema auswählen. Klicken Sie dann auf Place. Platzieren Sie dann das Textschema, sodass alle Texte gelesen werden können. Sie können mit Rechtsklick View Next Scheme Item die Items durchschalten und so kontrollieren, dass auch das Automatik noch lesbar ist. Um das Projekt dann testen zu können, laden Sie alle Projekte in die Steuerung. Am Screen sehen Sie dann den Server TextScheme. Dieser hat den Wert 0 und es wird der Text Machine Off angezeigt. Setzen Sie dann den Server TextScheme auf 1 und es wird der Text Machine On angezeigt. Setzen Sie ihn wiederum auf 2, wird Maschine in Automatik angezeigt.